Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, um meine Waschmaschine noch ein bisschen zu bemühen, fährst du mal nach Winterberg und saust dich ein bisschen ein. Es ist hier wirklich herbstlich, aber naja, Mitte Oktober normal. Ich würde sagen, ich ziehe mich um und dann geht's ab in den Park. Also wir sehen uns gleich. Okay, fürs erste Warmfahren eine kurze Line im Übungspark. Sauwindig. Nee, nicht mit dem Schwung. Nehmen wir gleich mit dem nächsten drauf. Jetzt erstmal den kleinen Lift. Fahr die paar Meter noch Strecke hier runter. Um dann hochzukommen. Und die befürchtet saunass, rutschig, Pfützen. Genau das Richtige, um sich erstmal schön einzusauen. Und erste Liftfahrt nach oben. Gut, dann nehmen wir mal die eine der ersten Strecken, die Flow Country. Und es ist doch ganz schön rutschig. So, Abschnitt Nummer 1. Und hier stehen so viele. Am besten gleich durchfahren. Ein paar Ecken sind ja schon schön trocken, aber ein paar ist ja der pure Matsch.
Ja. Eine einfache Strecke, die aber richtig Laune macht. Gut zum Warmfahren. Auch mal gut zwischendurch. Wie man an allen von hinten sieht, ist das Ganze eine leicht dreckige Angelegenheit. Ja? Wir wollen ja auch alle was zum Waschen haben. Sonst glaubt einem ja auch keiner, dass wir im Bikepark waren. Mal wieder im Lift nach oben. Gucken wir mal gleich, was wir als nächstes fahren. Dann nehmen wir mal die nächste Strecke in Angriff. Als nächstes mal die Pinball. Oh, ich werde vom Wind zurückgedrückt hier, ey.
So, der ist gesperrt. Das ist der Road Gap. Und die sind auch alle zu. Schade. Hören wir mal als nächstes die Freeride. Drop in. Und man kriegt ja sogar mal ein bisschen Sonne ab. Weiter. Auch nicht schlecht. So, mein Schaltauge ist kaputt und die Schaltung abgerissen. Und somit jetzt natürlich auch die Kette abgenommen und ich fahre jetzt ohne Kette weiter. Mal gucken, wie das geht. Das erste Mal ohne Kette probieren. Und probiere jetzt mal die Flow aus. Ja, nicht so einfach mit Wind und ohne Antrieb. Das bläst mir der Wind auch noch entgegen. Geht? Alles gut, glaube ich. Warte mal, ich komme mal dazu. Warte mal. Ach, danke. Alles gut. Zum Glück nicht rauchen können.
Und das alles ohne Kette. So. Ich nehme noch mal die Schrübein. So, das ist die Slopestyle Arena. Sehr schön. Hier gibt es Sprünge jeglicher Art. Na gut, da bin ich wohl weit entfernt von. So, den werde ich jetzt mal ausprobieren. Die anderen Sachen, die großen, die Bornadocks und sowas, das ist nicht meine Liga. Aber hier vorne, das machen wir jetzt auf jeden Fall mal. Schon wieder zurück zu den anderen Strecken. Und leider geht es jetzt ein Stückchen bergauf. Ja.
Da reicht der Schwung nicht. Und an der Bobbahn vorbei. So. Und nehmen wir die Nebenstrecke hier, den Weg. So, da sind wir auch schon am Ende von dem Video. Hat mir heute viel Spaß gemacht. War mal was anderes wieder. Bikepack macht schon Laune. Wetter war okay. Mit dem Fahrrad mal ohne Kette zu fahren, ist mal eine neue Erfahrung. Aber auch irgendwie gut. Hat auch wirklich gut funktioniert. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft das Ganze natürlich auch gerne kommentieren. Seid ihr neu bei mir auf dem Kanal, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.